Herzlich willkommen zu Silvia kocht. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Und kulinarisch sind wir in dieser Woche in Kärnten unterwegs. Und da haben wir uns einen ganz feinen Koch geschnappt. Hannes Müller, sein Name. Vier Hauben hat er mit seinem wunderbaren Seerestaurant Die Forelle. Und ich glaube, er hat sogar 5 Schnecken im Slow Food Guide. Was das ist, darüber sprechen wir gleich. Vorab aber verrate ich Ihnen, was er heute für uns kocht. Es gibt pochiertes Schweinefilet mit Essiglinsen und Sauerrahm und dann als süße Überraschung eine Honigsabayon, gebratener Brioche und eingekochte Brombeeren. Ich freue mich sehr auf Hannes Müller. Grüß dich. Servus, Silvia. Habe ich richtig gesagt Sabayon? Genau. So spricht man das aus. Das ist kernerisch Französisch. Ehemals. Das kannst du, glaube ich, besser Französisch sprechen. Du wirst uns gleich erklären, was das ist. Ja. Es steht richtig viel da. Also du halt mal Programm. Ein Programm, ja. Also legen wir gleich los, sag, was zu tun ist. Würde ich vorschlagen. Und wir fangen auch an gleich mit dem ersten Thema, mit dem Brioche. Gut. Der Hefeteig quasi. Und da möchte ich einmal kurz nur sagen, wie man diesen Brioche-Hefeteig ansetzt. Mhm. Wir haben diesbezüglich schon vorgearbeitet. Also wir haben den Brioche schon fertiggestellt, wie man da sieht, weil es doch einiges an Zeit braucht. Mhm. Aber jetzt kurz zu den Schritten. Wichtig ist einmal als erstes, dass man einen Dampfer ansetzt. Gell? Dampfer. Der Dampfer mit eben der Hefe. Dazu erwärme ich die Milch ganz leicht, minimal. Mhm. Weil er braucht Temperatur eben, der Dampf, dass er eben arbeiten kann. Mhm. Wir geben ein bisschen Zucker dazu. Mhm. Dann ein Mehl, eine Spur. Dann schauen wir mal eben. Da nehmen wir das Messer, schau. Das wird auch gut. Mal trocken bleiben. Das rühren wir rein. Mhm. Und da lösen wir jetzt auch noch die Hefe drinnen auf. Die Hefe ist schon drinnen? Nein, die kommt jetzt noch dazu. Die bräseln wir jetzt dazu. Frisch gern habe ich da. Ist das ein ganzer Würfel, oder fast? Ja. Einen halben brauchen wir für diese Menge jetzt, okay? Genau. Und das lassen wir jetzt schön langsam und da auch wichtig aufpassen, nicht zu gar warm werden lassen. Das soll wirklich nur leicht temperiert sein, gell? Also sie richtig Zeit lassen. Das passt zu deinen 5 Schnecken im Slow Food Guide. Genau. Was ist Slow Food oder Slow Food Guide? Das Slow Food steht für in 3 Wörtern gesagt für gut, sauber und fair. Das sagt eh schon alles aus. Und den Slow Food Guide, den hat man in Kärnten vor knapp einem Jahr installiert. Ja. Und da haben wir diese schöne Auszeichnung bekommen, eben mit 5 Schnecken, was uns sehr ehrt und was unsere Philosophie, die wir schon jahrelang leben, in unserem Betrieb eigentlich gut nochmal unterstreicht. Und es sind 5 Schnecken von 5 Schnecken, nehme ich mal an. Genau, ja, glücklicherweise. Sehr schön. Gut, den lassen wir jetzt einmal gehen. Es braucht auch Zeit. Der nächste Schritt sind eben unsere Essiglinsen zum Schweinefilet dazu. Und da habe ich ein wunderbares Schweinefilet mitgebracht, weil wir gleich verarbeiten werden einmal. Schweinefilet hast du uns mitgebracht, oder? Genau, das haben wir mitgebracht. Das kommt aus dem Traudoll. Das ist quasi ein Paralleltal vom Weißenseetal, das obere Traudoll. Das kommt aus Lind vom Erich Rohrer, Fulgo Bankler. Bei uns gibt es bei den Bauernhöfen immer diese Fulgo genommen. Ja. Und der hat mir frisches Schweinefilet mitgebracht, was ganz Besonderes, oder mitgeben quasi. Und was wir noch von ihm haben, ist seine Spezialität, das geräucherte Schweinefilet. Also gebeizt, luftgetrocknet und eben geräuchert. Das kannst du gerne verkosten. Nein, aber hallo. Verarbeiten wir mal das Frische jetzt an. Und wir werden das jetzt pochieren. Das heißt, wir braten das an. Sollst du das? Also erstmal Schwein. Verarbeiten wir das dann auch oder nicht? Das ist für uns einmal zum dazu. Für die Show. Quasi. Genau, ja, dann bleibt es nicht dafür. Das schmeckt einfach so grandios. Das ist ein Wahnsinn. Da ist alles schaut, was da noch dazu kommt. Idealerweise sind eine Jausen perfekt. Hat schon sehr viele Auszeichnungen eben erlangt, auch bei diversen Prämierungen. Also wirklich ein toller. Der Paradebetrieb im oberen Traudoll in Lind. Und dann braten wir das rundum scharf an. Wir braten das jetzt scharf an, genau, weil aber pochieren nachher pochieren wir es. Und pochieren hast du in unserem quasi Pochierfond, oder in dem Fall eigentlich ein Gemüsefond, der mit sehr viel Gemüse gekocht worden ist, ungesalzen, weil gesalzen haben wir es jetzt schon da. Was wir aber machen, wir geben einen Thymian dazu. So viel? Den geben wir in diese Flüssigkeit, die, wie gesagt, knappe 75 Grad jetzt hat, also zwischen 70 und 80 Grad war gut, also nicht festlegen auf den Grad genau. Und da geben wir jetzt den Thymian dazu und da ist der ähnliche Effekt wie beim Tee. Bei Kräuter ist immer ganz wichtig, nicht kochen. Gell? Das heißt, Aufguss, Tee ist ein Aufgussgetränk, da genau das gleiche, heiße Flüssigkeit über die Kräuter drüber, es entzieht die ätherischen Öle und das Aroma geht voll und ganz in die Flüssigkeit rein. Gell? So, wenn wir es jetzt kochen würden, dann wird alles wieder quasi in der Luft
Verdunsten, wie man so schön sagt. Ah, das habe ich nicht gewusst. Auch bei Soßen, wenn du eine Lammsoße machst, eine gute, wo du gerne einen Rosmarin-Geschmack drin hast. Mhm. Die Soße kochen, vom Herd nehmen, Rosmarin rein, nur mehr ziehen lassen. Nicht mehr weiterkochen. Dann hast du das volle Aroma. Haben Sie das gewusst? Ich habe das nicht gewusst. Also, guter Tipp, danke Hannes. So, das braucht man jetzt ein. Und dann können wir auch schon anfangen mit unseren Essiglinsen, mhm, damit wir da auf Schiene kommen. Linsen habe ich schon eingeweicht. Hast du vielleicht das Sieb irgendwo da? Ja. Das Sieb abgegessen. Was sind denn das für Linsen? Das sind Beluga-Linsen. Die werden im Weinviertel angebaut. Heimisches Produkt. Und für das müssen wir jetzt zuerst einmal die Butter schön langsam lösen. Und fein geschnittenen Zwiebelspeck, die Hälfte dazu. Nur mal die Hälfte dazu. Passt. So, jetzt erwischen wir das Schweinefilet. Rundum super angebraten. Schöne Röstaromen. Und das geben wir jetzt in unseren Sud ein und pochieren das ganz langsam, bis eben auf Kerntemperatur das Rot ist. Legen wir es da ein und lassen darin eben schön langsam ziehen. Und du merkst das schöne Thymianaroma, gell? Idealerweise, wenn man einen Kern- oder Küchentemperatur- oder Backrad-Thermometer daheim hat, mit dem dann messen, mein Gefühl her, man schaut ganz gut aus. Wie gesagt, man braucht sie auf den Grad genau festlegen. Mhm. 100 wäre definitiv zu viel. Gut. Und 60 wäre zu wenig, gell? Von dem her. Aber ich glaube, da geht es eher darum, dass wir den perfekten Garzeitpunkt erwischen. Da können wir auch so ein bisschen testen durch die Druckprobe, kann man das auch noch feststellen. Aber jetzt lassen wir es auf alle Fälle mal sicher eine Viertelstunde drin. Gut, also dann das lassen wir in der Badewanne quasi. In der Badewanne Boden, genau. Da haben wir Zwiebelspeck. Zwiebelspeck haben wir drin. Langsam angehen lassen. Und du kannst jetzt zum Beispiel, wenn du zu viel Butter hättest, gell, die Butter abseihen und dann kalt werden lassen und dann aufs Brot schmieren. Super Sache. Mhm. Das ist ein kleiner Tipp. Aber zu viel nebenbei. Butter geht fast gar nicht, oder? So, jetzt haben wir die Linsen dazu. Hast du gern Butter? Viel Butter? Man sagt doch immer so, oder, dass die Köche, wenn irgendwas nicht ganz ist, geben sie noch ein Stück Butter dazu, damit genau. Das macht dann richtig gut immer. Besser ist. Und ich bin auch so einer. Es ist ohne Butter wäre das Leben in der Küche halb so schön. Und dann gehen wir dazu als Würze. Habe ich den Senf gesehen? Da ist er, gell? Schon her. Senf dazu. Dann sind da noch irgendwelche Wacholderbeeren. So, Senf rühren. Dann würzen wir mit einer Spur Salz. Minimal. Ein bisschen Pfeffer für die Schärfe. Und auch wieder aufpassen, da ist Speck dabei. Und der Speck bringt ja sehr, sehr viel Salz mit. Ja. Ich habe da nicht im Vorfeld zu viel drüber würzen. Jetzt darfst du schön Balsamico reinschütten. Den ganzen? Genau, ja, mal die Hälfte dazu. Wir haben ja Balsamico-Linsen oder Essiglinsen. Passt gut. Das mal kurz einreduzieren und dann den restlichen Gemüse vor den großen blauen Degel. Genau. Wie viel? Du lass mal. So, passt gut. Wir müssen die Linsen ja quasi weich kochen. Und da brauchen wir schon ein bisschen Flüssigkeit. Das lassen wir jetzt kochen. Mhm. Wahrscheinlich knappe 5 Minuten, dass die fertig sind. Okay. Was bleibt uns noch der Brioche? Jetzt siehst du es dann. Schau mal her. Jetzt siehst du, wie das Dampf schon arbeitet. Gell? Tatsächlich. Genau. Gell? Du sollst den Film mal umspielen. Aber der war jetzt eigentlich schon fertig und den können wir jetzt gleich dann fix fertiger zusammenrühren. Genau. Mhm. Du hast zwar wunderbare KitchenAid da. Habe ich. Wie gesehen. Und jetzt darfst du einfach alle Zutaten, die wir haben, bitte nicht über Holderbeeren. Ich versuch's. Also ich nehme mal alles Mehl. Zuerst, genau. Ja. Dann, was braucht man noch? Dann haben wir eben die Butter, die weiche Butter, gell? Zugeben. Die muss wirklich schön pomadig und eben weich sein. Butter. Dann haben wir den Zucker. Zucker. Rum. Ein ganzes Ei. Rum. Und ein Ei, ja? Genau, ein ganzes Ei. Und einmal einen Dotter bitte dazu. Und dann hast du irgendwo die Reibe gesehen. Das haben wir da schon. Und dann geben wir noch eine Spur Zitronenzeste dazu. Fürs Aroma. Sehr gut. Und der Vanillezucker wäre noch gesehen. Da. Den tun wir noch dazu. Dann haben wir eigentlich alles drin jetzt. Eiweiß heben wir uns auf, gell? Das war's. Kommt das Dampferl dann gleich dazu? Kommt dazu, genau. Und da ist schon, machst du das. Und da ist auch wichtig, immer nicht zu kalt zu arbeiten. Also aufpassen, dass die Temperaturen, die Rohzutaten nicht zu kalt sind. Weil Hefe braucht Wärme zum Arbeiten. Und da darf man es wirklich gut aufpassen. Genau, und das kneten wir uns einen schönen Hefeteig. Dann gebe ich Gas. Schön langsam, bitte. Ersten Gang. Total slow beim Hannes immer. Gegebenenfalls, wenn es zu locker ist, mit ein bisschen an Mehl nachhelfen. Und dann passt es. So, jetzt darf ich euch zeigen, wo wir schon gearbeitet haben. Gell? Der Teig ist schon fertig. Ach so. Genau. Auch schon eine Backform vorbereitet. Und da geben wir jetzt dann einfach räume ich das mal weg. Den können wir dann, ja, dann tun wir es gleich fertig machen. Die müssen wir auch wieder gehen lassen jetzt. Ja, okay. Der Teig musst du ja gehen lassen, gell?
Gehen wir jetzt die Form da hinein. Das ist eine ausgebuddelte Backform. Ich habe das nur mit einem Alu das Ganze hinterlegt, falls die Backform eben zu groß ist. Dann kann man das wunderbar mit dieser Notlösung quasi kaschieren, indem man eine Alufolie hineinsteckt. Und dann geben wir diesen Teig 180 Grad für knappe 35-40 Minuten ins Rohr. So, und da schauen wir jetzt, wie das schaut. Jetzt müssen wir mal putzen. Du kannst die Maschine dabei wegräumen. Super, perfekt, wie ihr seht, gell? Und den lassen wir jetzt einfach mal da stehen. Und jetzt dieses bekannte Gehen lassen des Hefeteigs. Mhm. Gehen wir einen Tuch drüber. Ist das sauber? Das ist sauber, wie vorher gesagt. Ein Tuch drüber und dann einmal eine Stunde an einem nicht zu kalten, und vor allem einen Ort finden, wo keine Zugluft herrscht. Gell? Das ist ganz wichtig. Leicht warm, in der Nähe von einem Herd am besten immer irgendwo stehen lassen. Gell? Genau. Ich habe heute noch nichts gearbeitet. Ich habe keine Zwiebel geschnitten, ich habe gar nichts gemacht. Du weißt schon, dass wir eine Sabayon machen heute, gell? Was auch immer das ist. Ein Sabayon ist wirklich Handarbeit. Gell? Also, muss man das aufschlagen? Ich möchte noch vorwarnen, du kannst dich aufwärmen. Nein, langsam. Bitte nicht. Genau. Ich habe nichts gesagt. Jetzt haben wir noch unsere Brombeeren. Gell? Mhm. Brombeeren, ich weiß, wir haben Winterzeit. Da wird sich jeder fragen, warum Brombeeren im Winter. Aber Brombeeren, Schwarzbeeren, Riewiesel, die eignen sich super zum Einfrieren. Die haben wir jetzt aufgetaut, sind zwar ein bisschen wacher, aber ist egal. Die sind super zum Verarbeiten. Und da machen wir jetzt ein schönes so ein Brombeer-Einkoch quasi. Gell? Und da brauchen wir in erster Linie mal Zucker, ganz wichtig. Und einen Portwein haben wir vorbereitet da. Herrlich. Genau, und den Zucker lassen wir jetzt einmal ganz leicht karamellisieren. Mhm. Das ist natürlich nach Belieben jetzt, gell? Wenn man es gerne süß hat oder nicht so süß. Wir haben so mal ein ungefähres Rezept für Sie zusammengefasst vom Hannes. Ich weiß nicht, wie viel Zucker du da drinnen stehen hast. Sie schauen am besten nach. Auf extra.orf.at gibt es alle Rezepte zum Nachkochen, genauso auf tv.orf.at/Silvia kocht. Im ORF-Teletext haben wir eben alle Rezepte auf der Seite 356 und in der ORF-Nachlese. So ist es. Jetzt haben wir's. Das ist jetzt das, was du gesagt hast, da müssen wir schnell sein. Genau, da muss schnell sein. Jetzt wird es gefährlich. Gehen wir es einmal rauchen am Anfang. Aber wir wollen einen schönen dunklen Karamell, weil umso dunkler, umso bitterer ist er. Mm. Und so eine leichte, bittere Note ist immer was Herrliches. Finde ich halt. Karamell ist überhaupt was Feines. Portwein haben wir da vorbereitet. So, das haben wir jetzt auskochen, den Karamell. Mhm. Natürlich auch den Portwein auskochen lassen, weil da haben wir ja Alkohol drin. Mhm. Und wir wollen ja ein alkoholfreies. Sag wer. Ja, das ist für Kinder tauglich, da haben wir keine Diskussionen. Das riecht fast schon wieder wie Weihnachten. Schau, jetzt haben wir die Brombeeren, gell? Da haben wir ein Drittel dazu. Mhm. Und da machen wir jetzt eine schöne Creme draus, mit der wir quasi diese Flüssigkeit binden. Gell? Und die darf auch nicht stibitzen. Das kommt jetzt richtig ein, ja genau. Mhm. So, da warten wir, bis es eingekocht ist. Hast du ein sauberes Brettl? Ja, ganz sauber. Jungfräulich. Ganz wichtig mit den Sachen auch immer das Brettl quasi schnuppern, ob noch irgendeine Zwiebel geschnitten worden ist oder irgendwas noch ein Restgeruch drauf ist. Und gerade bei diesen neutralen Sachen ganz, ganz wichtig. Gell? Jetzt schneidest du mal Scheiben, oder? Das ist jetzt quasi so, wie der Brioche am Ende des Tages aussehen sollte. Genau, fertig, gell? Schön luftig, so wie es sein sollte. Dann machen wir es wirklich fast. Schnell nur gerade den links herunter, den Rand herunter. Das bitte nicht wegschmeißen, die Abschnitte. So, jetzt machen wir so ein schönes Viereck. Passt das? Das nicht wegschmeißen, das kann man trocknen und dann super zu einem süßen Mehl verarbeiten. Süße Brösel passen gut zu Knödel wieder, gell? Marillenknödel oder andere Spezialitäten. Oder auch als Pulver zum Beispiel beim Apfelstrudel backen. Da braucht man immer ein bisschen einen Feuchtigkeitszieher und statt des Semmelbrösel nehmen wir die Abschnitte her. Wir machen das daheim in der Küche einmal so, sammeln alles zusammen und dann verwenden wir das immer weiter. Gell? Super. So, und jetzt kommt die Sabayon. Grundprodukt jetzt von der Sabayon, wir machen eine Honig-Sabayon. Natürlich haben wir den Honig mitgebracht. Der ist in einem kristallisierten Zustand, das ist im Winter normal, gell? Dass der Honig kristallisiert, das ist ein ganz typisches Merkmal. Man kann das einfach in dem dann auch lösen oder wieder verflüssigen, indem man einfach den Honigtopf in ein leicht warmes Wasser stellt über Nacht, dann wird er wieder schön flüssig. Aber das ist eine durchaus normale Konsistenz für die Winterzeit. Ich habe da einen Alpenrosenhonig mit, aus dem Geltal. Ja. Von wem ist der? Vom Arno Kronhofer ist der. Der ist aus Mitschig bei Hermagor und das ist eigentlich unser Haus- und Hoflieferant, was den Honig anbelangt. Mhm. Alpenrosen eben von der Höhe, gell? Nicht Waldhonig, muss man aufpassen. Das ist ein ziemlicher Unterschied vom Geschmack her. Mhm. Und das war leider der einzige Honig, der was das Jahr halbwegs zum Bekommen war, weil wir haben ja ein derartig schlechtes Honigjahr hinter uns. Es war ja komplett überhaupt kein Waldhonig in Kärnten. Gell? Okay. Nein, totaler Verlust. Deshalb bin ich froh, dass wir den haben. Gut, dann haben wir da Apfelsaft und Wein. Geben wir dazu. Und dann ganz wichtig noch für das Sauvignon, Ei. Einen Lotter.
und dann eben noch zweimal das Eiklar. Da haben wir noch Eiklar, genau, das sehen wir auch. Dann wollen wir schön trennen. Hoppla. Ups. Alpenrosenhonig hast du gesagt. Mhm, genau, gell? Almrausch. Wow. Ganz was Feines, was wir da heute verkochen. Genau. So, jetzt schauen wir, ob das Wasser schon warm ist. Hast du einen Schneebesen? Aber hier wären da. Jetzt schauen wir, ob es einmal aufkocht. Dann machen wir das über dem Wasserdampf. Ganz wichtig, man kann das in einem Topf am Herd unmöglich aufschlagen, weil einfach das Ei ansetzen würde. Es wird ausflocken und dann haben wir quasi einen Honig-Eierspeis. Das wollen wir ja nicht. Deshalb machen wir das jetzt dann da über den Wasserdampf. Ich fange das mal an zu rühren und lasse die dann weiterarbeiten. Tun wir so. Maria, das welche Konsistenz soll das haben? Soll so genau, es soll schön binden, so dickflüssig, wie so ein Hollandaise. Das hier, für dich wird es ein Job noch. Ja. Du musst noch da die Staubmix organisieren. Das organisiert er, dann musst du da aber weitermachen. Ein hohes Gefäß, und dass man das zu einer feinen, dicken Soße mixen. Und ich mache da weiter, tun wir so. Wunderbar. Jetzt hast du wieder aus der Affäre gezogen. Jetzt, gell? So. Jetzt wieder mal der Beweis, dass ich immer richtig gleich gekleidet bin für die Sendung. Weißes Oberteil und Brombeeren. Ich schaue halt überhaupt aus wie eine Stewardess. Wahnsinn. Und ich habe das Tüchlein eigentlich schon oben, weil ich einen anderen Fleck damit kaschieren möchte. Also, heute läuft. Das war ganz schön ehrlich. Finde ich gut. Nein, geh sicher. Nein. So, Achtung, 1, 2, 3. Passt das so? Cremig? Ja, super. So? Genau. Ich warte jetzt noch einmal. Den Antopf brauche ich nochmal. Den Topf brauche ich nochmal. Den muss ich wieder reinschütten. Da muss ich rein. Ah, okay, genau. Einfach reinschauen. Jawohl. So. Super. Okay. Das schaut ja schon ganz gut aus. Ja, jetzt habe ich da wirklich einen Haufen Arbeit abgenommen. Okay. Darf ich das Finish machen? Ja, du darfst das Finish machen. Siehst du, gell? Das Ei bindet ab. Das heißt, das Eiweiß, oder das Eigelb, Entschuldigung, das stockt jetzt an und bindet einfach diese ganze Masse super auf. Schau. So, jetzt machst du noch ein paar Umdrehungen fertig. Schau. Und dann, dass ich auch etwas getan habe in der Sendung, genau, oder? So, ich tue derweil die restlichen Brombeeren dazu in unsere Ragu. Und lass jetzt einfach das schön mit dieser Marinade einwirken, einbeizen, gell? Mhm. Sonst so fertig. Super. Okay, und da sind wir auch fertig. Kannst du wegnehmen, pass auf, was hast du drunter? Was mir ja, das weg. Schnell weg, dann verbrennst du dich. Genau. Mhm. Bei der Wasserdampf bitte aufpassen, jawohl, ist nicht zu verachten, der was drunter noch entsteht. So, und dann sind wir, glaube ich, soweit einmal fertig. Die können wir die Brühe schon anbraten. Das heißt, Butter wäre Butter dort vorne. Genau, die lassen wir zergehen und wirklich ganz langsam braun backen. Sobald es laufen ist, legst du sie einfach ein, gell? Genau. Das, aber es soll noch nicht zu üppig werden, gell? Wichtig. Das heißt nicht dreimal so viel Butter rein, weil der Brioche saugt relativ stark. Das saugt das an. Und dann hast du so eine Art French Toast. Genau. So, der Schweinefilet ist auch bald fertig. Mhm. Genau, das braucht man jetzt aus. Jetzt haben wir schauen, ob wir einen passenden Teller finden. Für den Brioche haben wir schon, gell? Und für Schweinefilet. Was nehmen wir da? Was? Blaues. Passt das? Alles passt. Du hättest gerne ein bisschen mehr Farbe, glaube ich. Ich? Ja, bei den Teller, oder? Passt das so? Das passt wunderbar. Sehr dezent. So, jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Der Moment der Wahrheit. Mal schauen, ob wir richtig gearbeitet haben. So, die Linsen sind fertig. Kannst du einmal, darf ich das da herstellen? Sicher. Ja, brauchen wir nichts. Kannst du gerne mal probieren. Mhm. Dann haben wir noch einen Sauerrahm gesehen. Da. Und zwecks der Säure geben wir noch einen Sauerrahm dazu. Den rühren wir uns einfach nur ein bisschen glatt. Das kommt da rein? Nein, das ist einfach das dekorativ dann oben drüber. Ah, okay. Mh, Esterblinsen, sehr gut. Mhm. Wow, habe ich lange nicht mehr gegessen. Ja. Sehr, sehr gut. Die kennen wir so. Hast du sowas auf der Karte? Ja, sehr oft sogar. Erinnert immer ein bisschen an die Bud Spencer-Filme, gell? Mhm. Ja, genau. Bohnen, Eintopf, ja, genau. Linsen. Immer das gleiche Programm. Und eine gute Schlägerei. Ich gebe das ein bisschen Öl noch dazu. Mhm. Und dann kann man das schön glatt rühren mit dem Sauerrahm. Bitte okay, einfach rühren, dass es eine glatte Konsistenz hat. Jawohl, Chef. So, jetzt schauen wir mal, wie es mit unserem Schweinefilet geht. Mhm. Okay. Drehst du den Thymian? Super Aroma, gell? Richtig. Ja. So, schauen alle mal. Augen sind auf dir. Na, okay, bitte, Hannes, das ist ja sensationell geworden.
Ja, so genau sein, richtig, oder? Genau. Wahnsinn. Schön rosa. Das haben wir gut hingebracht, wow, würde ich sagen. Gell? Schön saftig. Bravo. Danke, danke. So. Perfekt. Bravo, bravo, bravo. Dann richten wir uns unsere Essiglinsen an. Mhm. Linsen hast du da. Immer spannender Moment. Hat man es geschafft, hat man es nicht geschafft. Gell? Aber dass du da mit so viel Selbstverständlichkeit reingehst ins Spiel, weil eigentlich war jetzt das Fleisch die ganze Sendung in der Suppe und du hast immer nur mit dem Fingerchen hat er probiert, ob es gerade passt oder nicht. Ja, war Zufall. Und ich habe keins versteckt gehabt mit dem Hintergrund. Gell? Also nein, also wirklich. Das ist das Originalprodukt. Eins zu eins. Genau. Jetzt nehmen wir ein bisschen vom Sarah. Da gibt es die Frische dazu. Einfach oben drüber. Dann unser Schweinefilet ein bisschen absitzen lassen. Was wir noch haben, einen Schuss Balsamico immer noch dazu. Für die Säure, ein bisschen frischen dazu. Wenn du das einen schönen Greiften hast, gell? So einen richtigen uralt Balsamico. Cetto. Nur für euch daheim, gell? Wenn ihr einen richtig gut umstehen habt daheim, der muss einmal gebraucht werden sollte. Bitte für das hernehmen. Ein bisschen Salz, einmal tun Salz, muss was da. Haben wir da ein paar Flocken oben drüber. Mhm. Magst du was Grünes? Ja, bitte. Genau, Petersil wirkt immer. Ich finde auch. Das. Mit der Spur Pfeffer. Bei dem Gericht braucht es keine Soße. Also braucht es keine Schweinesoße. Ich glaube, eine normale Fleischsoße dazu machen. Das reicht vollkommen so, eine Spur Pfeffer drauf. Mhm. Wenn vielleicht ein Schuss Olivenöl oben drüber. Und das war's. Wunderbar. Und unseren Brioche. Dankeschön. Dann lass uns vielleicht einmal wenden. Hui, schau her. Wunderbar gemacht. Können wir jetzt auch schon richten. Da die Butter ist aufgesogen, gell? Also annähernd der French Toast. So, den legen wir jetzt in die Mitte. Jetzt sind die Beeren drauf. Die Beeren. Das ist schön glasiert. Schaut super aus. Schaut super aus. Oben drüber. Da legen wir drauf, wie so ein, so ein Törtchen. Wow. Den Soft aber schön. Super. Und jetzt ein bisschen Minze, wie du gesehen hast. Ja. Haben du alles darin, gell? Bin drauf gekommen. Ich habe alles, aber das meiste, was am meisten wird, immer die Petersilie verwendet. Das passt super dazu, die Minze. Mhm. Sehr empfehlenswert, wenn man eine hat. Fein zusammenschneiden. Das. Und ein bisschen oben dazu noch, auf, dass es super frische Milch gibt. Und dann, das ist aber jung, jetzt sehen wir jetzt einfach oben drüber. Nein, uns geht es heute gut. So. Also, Hannes, bitte fass noch mal zusammen, was du heute für uns gezaubert hast. Also, wir haben am Beginn mit dem Schweinefilet angefangen. Das haben wir bouchiert, also angebraten und bouchiert. Dazu gibt es Essiglinsen, Sauerrahm und da haben wir einen Brioche, kurz angebraten in Butter, mit Brombeeren und einer Honig, oder einer Alpenrosenhonig-Sauvignon. Ja, also besser geht's genau doch gar nicht. Fangen wir bekannt an. Natürlich. Würde ich sagen. Mhm. Das geht dir schon. Und du bist große. Oben weg. Das ist ein Haps bei dir. Ja. Das ist aber wirklich zart rosa. Also, ja. Wow. Ups. Und beim Schwein ist ja ganz, ganz wichtig die Fütterung. Gell? Man kriegt wirklich eine riesen Auswahl an Schweinefleisch. Mhm. Das ist richtig gut. Darfst du anfangen? Nicht gleich. Ladies first. Jetzt zählt es wieder. Das gehört dir ganz allein. Ich probiere es eh. Jetzt sag ich mal, du musst nur mir einen kleinen Löffel geben. Passt schon. Sabayone, Brombeeren. Genau, der Brioche, der saugt so richtig schön die Flüssigkeit an. Die Brombeerflüssigkeit. Gut gelungen. Hannes, bin zufrieden. Ja? Vielen Dank. Gut. Du vertrittst Kärnten wirklich par excellence. Dankeschön. Danke Ihnen zu Hause fürs Zuschauen. Wir wünschen natürlich Mahlzeit und eine gute Zeit und morgen sehen wir uns wieder um 14 Uhr. Danke, bis morgen, bitte. Es ist das Beste. So, und jetzt lassen wir die Fett zu fliegen. Wenn du mit Freunden den Moment genießt.